Olé! Und damit willkommen zum Stierkampf! Geht's dir gut? Anscheinend ja. Das ist nichts gut für mich. Machst du Olé! Yes! Und damit ein Punkt für mich. Ah, Karotten, sehr gut zu wissen. Olé! Das macht doch Spaß! Das muss ja jedes Mal treffen, aber egal. Nochmal, natürlich, Tierkämpfe sind an sich. Ja. Auch negativ belastet, weil die Stiere ja gequält werden, aber innerhalb eines Spiels finde ich witzig. Vor allem, wie es mal dargestellt wird. Ich denke mittlerweile sogar, dass jedes Level, oder ja sogar jedes Level, nicht nur jede Welt, jedes Level. Das muss ich immer online machen. Auf eine Folge basiert. Weil mir kommt alles so bekannt vor. Das kann kein Zufall sein. Ja, komm ruhig. Darf's kommen? Komm her. Komm her. Ah, verdammt. Und besiegt. Danke, danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich weiß, ich bin großartig. Danke, vielen Dank, danke. Und das war's. Bye bye. Das war alles, was ich hier wollte. Nur die 5 Karotten und die Uhr. Ausgezeichnet, absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Lass mich deine Position für dich halten. Ja, ja, mach ruhig. Und da, jetzt gehen wir auch wieder in Dimension X. Danke, Merl. Mach's gut. Auch wenn ich immer als Weltraum betrachtet habe eigentlich, aber gut. Noch ein Level auf den Nägel. Ich muss mich eh mal umgucken, weil die kleinen Level werden mir nicht angezeigt. Nur wenn ich dran vorbeigehe. In Akte X ist nämlich das Raumschiff, was da stand, aktiv geworden. Wir können es jetzt betreten. Und das wird interessant. Die Karotte habe ich schon hier, sehr gut. Dann sagen wir mal Hallo. Ah, 4 Wecker und keine goldenen Karotten im Vortexraum. Ab geht's. Ah ja. Okay. Haben will. Also was hast du da Schönes? Soll ich es einsammeln oder was willst du mir damit sagen? Alter. Ich bin doch gerade dabei. Na, es fliegt weg. Ja, wir fallen beide dahin. Ah, da kommen die Vögel raus. Die sind kleiner, oder? Ja, treff mich ruhig. Geh nicht so viel ab. Hallo, darf ich das bitte nehmen? Vorhin ging's doch. Kann ich auf euch draufspringen eigentlich?
Alter. Kann ich irgendwas mit euch machen? Also ich raff's nicht so ganz. Okay, er kann sie platt machen. Das ist gut zu wissen. Aber was mache ich mit denen? Willst du nicht wieder hier feuern? Oh Mann, es stört immer, wenn ich nicht raffe, was ich machen soll. Ja, jetzt hatte ich sogar wieder eins in der Hand. Ich will nicht runterfallen, danke, bitte. Wahrscheinlich war ich nur zu spät dran vorhin, jetzt... Mann, und hier ist so viel los wieder, das Level hängt einfach. So, und jetzt wirf's da... Nein, wirf's! Nehm's, wirf's! Trottel! Vor allem, die tun mir nicht mal was. Nehm's. Ja, wirf noch eins. Gut, ihr seid weg. Oh, dann wird das nicht erwischt. So. Vielleicht kriege ich das jetzt mal zu fassen. Nehm's. Danke. Und Feuer. Okay, das ist nicht... Doch. War das gut? Ah, jetzt raffe ich. Okay. Ja. Gib mir noch so ein Ding. Ja genau, du stirb. Habe ich hier meine Ruhe, aber gib mir noch so ein Ding. Noch so ein Vogel. Ein Vogel. Vielen Dank. Dass ich das wieder habe. Nein! Mann! Nehmen Bugs? Zu spät. Die werden auch so schnell wachsen. Hallo? Und werfen. Mann, Bugs. Die Steuerung ist so schwammig. Und der fällt gleich, der ist runtergefallen. Super. Jetzt habe ich sogar von vorne anfangen. Karotten habe ich ja auch nicht mehr. Also den Boss finde ich jetzt nicht so witzig. Vor allem, weil ich nicht weiß, warum er den nicht nimmt. Und warum ich nicht treffe. Na doch, einer ist da. Junge, ich... Man sieht halt nicht, wann die Vögel auftauchen. Bugs lässt es automatisch los halt. Und das stresst mich die ganze Zeit. Seht ihr? Habe ich den getroffen? Ja. Und er kriegt schon Schaden. Sehr gut. Jetzt gib mir das da. Bugs, nimm schnell, weil das wird... Nimm's schnell. Heute. Los. Und vor allem sein Lachen. Irgendwie, als ob der völlig verschiedene Stimmen hätte, kommt es mir mal so vor. So. Nein. Schon wieder zu langsam. Gib's mir. Wo? Ja, jetzt fallen die Vögel natürlich auch wieder runter. Der Boss ist... Der Boss gefällt mir nicht. So. Und vor allem muss er auf die komplett andere Seite mal werfen. Ich muss nur sein Raumschiff da kaputt machen. Mehr ist nicht die Aufgabe. Aha. Getroffen? Ja, und jetzt noch ein, komm. Ah, Mann! Wer ihr geht, fallt runter auf ihr dummen Vögel. Ist der witzig.
Vor allem, ich sehe doch nicht, wann der feuern will. Gibst du mir jetzt einen Vogel, bitte? Wenn einer runter... Ah, der fällt schon runter. Mann, da muss ich wieder von vorne anfangen. Ja, es zählt. Sehr gut. Weg mit dem Raumschiff. Halleluja. Das war bisher der schlimmste Boss ever. Und das nicht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern einfach, weil es schwammig war. Aber na gut. Großartig. Ja, wir wissen, dass es großartig ist. Und das war alles. Damit können wir wieder zurückfliegen. Ausgezeichnet, absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Und ein weiteres Level im Mittelalter. Lass mich deine Position für dich halten. Danke, Merl. Mach's gut. Ja. Wiedersehen, Merl. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes um das Mittelalter. Vielleicht finde ich sogar noch ein paar Level. Ich gucke mich ein bisschen um, ob noch kleinere Level offen sind. Wenn ja, machen wir die vorher. Da sind wir schon sehr weit gekommen. Damit haben wir mindestens alle Welten mal gesehen. Bis auf natürlich die letzte. Und jetzt kennen wir alle Bereiche. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Heute war ja schon wieder viel los. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.